Jetzt sehe ich gar nicht was. Ja. Ja, auf wie die. Ja. Bisschen. Ja. Einer von uns. Das ist auch so ein weißer Power Ranger oder was? Das sagt gerade der Richtige. Du siehst aus einer wie der Feinde der Power Ranger hier. Du bist der komische Ninja mit der Mädchenstimme. Ja, wenn der, stell dir mal vor, die Monster, die besiegt werden, schreien auch so, wenn die besiegt werden. Das ist wie der Wilhelm Scream, nur Behinderter, ey. Das meine ich ernst, das ist der Danielo Scream, ey. Ja, stell dir mal vor, diesen Schrei irgendwie im nächsten Star Wars Film. Ja, ich weiß, dann, ja, dann gehe ich sofort raus. Dann quitte ich, dann boykottiere ich Star Wars, ey. Dann werde ich ein Anti-Star Wars, dann wechsle ich über zu Star Trek. Na, kann ich irgendwas Neues, glaube ich nicht. Ich werde die an stärker, wenn die jetzt auf Stufe 2 sind oder was? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das Lärme wüsste, hat. Wenn ich es nicht wüsste, wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Erklär's mir. Bienchen und Blumen. Erklär's mir oder ich tanze dich an. Willst du mich verarschen? Wir sind hier nicht bei Step Up, ey. Halt die Klappe. Rechts oder links? Oder hacken? Hacken. Ist egal anscheinend. Dann gehe ich nach anderer Richtung. Wir teilen uns auf. Oh, mega. Können wir ja mal versuchen. Ja, ich bin tot. Ja, das ist mein Satz. Keine Ahnung. Mein Huhn beschützt mich. Und? Also nicht, dass mich das nicht beschützen kann. Wo ist Orikalkos Herz? Hast du ein neues Schwert gefunden? Nö. Weil du gerade gesagt hast, dass du gelacht hast. Ja, ein Erz habe ich gefunden. Hui! Was? Hui? Oh, das war ganz schön knapp, hier sind Questzeichen. Wow. Ich habe keine neue Quest, das gehört hier zur Quest rein. Oh Gott, wer ist das denn? Ist das Boss? Oh Gott. Ja, ich bin sowas schon gefickt. Was machst du denn da? Das ist ein Boss. Wenn du uns nie trennen sollst. Gott. Das ist ein Geisterboss, ey. Der gehört zur Quest, ey. Ja, die hält nicht so viel aus, aber die steilt ganz schön aus. Oh Gott. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Du bist hier fast gefickt, weil du da so dick.
Hier gerade der Kampf meines Lebens, Daniel. Könnt es schaffen. Alter. Nein. Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich hab's geschafft! Oh. Ma. Oh. Leck mich. Ich musste so viele Fähigkeiten einsetzen. So viel habe ich gar nicht. Ma. Pass auf, meine, wolltest du mich retten, Daniel? Ja. Fick. Ich wollte so voll heroisch angerannt kommen. Aber dann habe ich so viele Leute getriggert und da war irgendwie so eine Lava-Höhle und dann habe ich mich verbrannt und dann bin ich tot gewesen. Der Helm sieht geil aus, aber der ist schlechter als meiner. Ma! Leck mich! Der sieht voll episch aus, ey. Boah. Aber das war ein ganz schöner Kampf. Wir müssen einen Gegner da finden und ich habe gesagt, dann ist so ein Gegner auf der so ein Fortnite-like. Jedenfalls hat hier muss man. Ich habe gar nicht das Schwert am Anfang eingesammelt. Ich schon. Und deshalb bin ich der Anführer. Du bist so übergewichtig. Warum kommst du mir denn jetzt hinterher? Frag mich. Ja, guck hier gerade in der Ecke da. Ich musste diesen komischen Skelett da anquatschen und dann kam so ein Boss, ey. Ja, okay. Das sowieso machen. Wir sind gewöhnlicher Seelenstein und so. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Also zwei Stück. Ja, ist der. Schnapp sie dir, Daniel. Viel Spaß, Champ. Ja, Daniel macht die voll leicht fertig, bestimmt, ja. Ja, du scheinst da keine Probleme zu haben. Alter! Mein Gott, der macht mich voll locker. Ich weiß echt nicht, was du manchmal bei einigen Bossen hast. Bei denen. Ich mache nicht so viel Schaden wie du. Ey, das ist genau wie mit diesen komischen Sphären da. Wo ich irgendwie keine Chance hatte. Und dann kommen wir gegen den Golem hier. Den mache ich locker fertig und bei denen hast du voll Probleme. Ich verstehe halt irgendwie nicht. Ja. Ich hab dir kaum Schaden gemacht, aber er hat mir die ganze Zeit Schaden gemacht, ey. Da muss aber noch zwei, ne? Ich weiß nicht, ich hab dir jetzt nicht geguckt, wie viel ich schon hab. Da ist er. Ja, ich seh's. Komm her, verdammt. Ach, das ist so ein Kinderspiel für dich, ey. Es war töricht von euch, hier herunterzukommen. Ah. Mich verarschen. Was geht hier vor? Das muss. Ich mag keine Flötenspieler. Das ist doch reichlich. Ja, wie bekommst du mehr Schaden als ich, habe ich dann gefühlt. Nein! So, hier. Jetzt soll ich den fertig machen, bevor er dich tötet, oder was? Ist nicht bei Saw oder so? Ja, den nächsten mache ich platt. Ja, ich will mal sehen, wie du da so Probleme hast. Ich mach nicht so viel Schaden, ey. Jetzt krieg ich bestimmt auf die Fresse, ey. Jetzt schauen wir den Weg jetzt beim Kämpfen zu. Jetzt macht er schon hier bereit für Video, ey. Ich werde eure Seele verschlingen. Ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Läuft doch gut. Das gibt doch Schaden, ey.
Du bekommst doch gar keinen Schaden bei dem. Weil ich die ganze Zeit blocke. Ja, ist doch gut. Die eine hat die ganze Zeit Zauberer eingesetzt, bevor er vom Himmel hat die regnen lassen. Oh Gott. Ich bin nicht so amüsiert. Halt die Fresse. Mein Gott, wie der immer zu... Hat. Der hat echt Schmack, ey. Die erste war viel stärker. So, gut gemacht. Die war echt schwach, der Typ, ey, Mann. Wieso waren die Äste so scheiße gegen mich, ey? Okay, weil das eine Zauberin war wahrscheinlich. Ey, die hat die ganze Zeit Feuer gegen mich eingesetzt, ey. Das kann man nicht abblocken. Das ist ein Piratenzeichen, lass mal da hingehen. Oh, ja. Und hier ist eine Himmelsscherbe, lass mal da hingehen. Oh, guck mal, was für ein riesiger Balken das ist. Junge! Ich bin gerade erstmal durch das Tor gekommen. Du sagst schon wieder irgendein Scheiß hier. Warum sind hier lauter Spinnennetze? Weil da ganz viele Spinnen sind. Ganz viele kleine. Lauf, dann lauf! Müssen wir doch jetzt langsam mal schaffen, oder? Ja, mit Spinnen sind wir, kennen wir uns aus. Feuer. Das ist nur eine. Der alte Witwe Seide. Na schon. Ich hab jetzt den hier. Jetzt kann uns nichts passieren. Zug da! Zug! Oh, natürlich kommen da noch welche. Mein Gott. Mein Gott. Oh Gott, ich bin in so einem Kokon gefangen worden von der. Geschafft zu flüchten. Oh, die kommen! Ich war. Im Gefecht. Wache, wache! Die große kommt auch hinterher. Wache, das sieht so aus dem Creepy aus. Wache mit. Renn mal weg. Oh Gott, die große ist hinter mir, ja. Au. Ich gehe zur Knopfpizza. Okay, die haut ab. Boah, da krieg ich voll die Gänsehaut, wenn ich das sehe. Warum gehen die jetzt alle auf mich los? Alter. Warum sind die mit einem Schlag kaputt? Wo bist du? Ich bin durch die Tür gegangen. Ma. Sieht nur wie die große Spinne so die Treppe da runter. Hab ich auch gesehen und dann habe ich mir gedacht, leck mich Leute, ich bin raus. Das sah voll creepy aus. Wer ist denn alles auf dich losgegangen? Ja, alle. Wie alle, die Ritter hier oder was? Nein, die Spinnen. Ja klar. Erst kam die große hinter mir. Und dann kamen die ganzen kleinen. Ich war nur so am Kämpfen, da sehe ich nur so, wie du die Tür so da, hier diesen Eingang da so rausgehst. Ey. Ich bin halt clever dann. Haben sie dich getötet? Nee. Komm, wir gehen da nochmal.